konnte die eigenen Ideen nicht wirklich durchbringen, weil der Chef hatte andere Vorstellungen. Und so war ich immer zwischen den Stühlen und habe mir gedacht, ich muss das ändern. Ich will mein eigener Herr sein und ich will eigentlich frei sein. Nur wenn man frei ist, bleibt man gesund. Und dann kann man eben genau das tun, was man will und sich so bewegen, wie man will und auch denken. Ich stelle mir seit über 10 Jahren keinen Wecker mehr, weil ich das auch als eine Art Freiheit empfinde, wenn mir mein Körper sagt, so, jetzt bist du wieder fit, jetzt geht's, jetzt kannst du wieder was zu Wege bringen und dann stehe ich auf und dann tue ich was. Wanderhirte gibt es von seit 1000, 2000 und 18 Jahren. Also es ist das eines der ältesten Gewerbe, die wir haben. Und das läuft heute eigentlich noch genau gleich wie vor 2000 Jahren ab. Wir sind Hirte, wir schauen zu den Tieren, wir schauen, dass die schweren. Der Kreislauf ist topfgenau der gleich. Das Tier Schaf ist immer noch das Tier Schaf wie vor 2000 Jahren. Wir, so wie ich jetzt, oder meine Geschwister da am See aufwachsen, da bist du halt automatisch mit dem See ein bisschen verwandt und mit den Fischen sowieso. Wir sind als Kinder schon in Bootshütten untergegangen und haben da unsere Barschel gefangen und unsere Rotaugen und einmal ein Hecht. Und das ist halt bei uns ganz normal, wenn du da am See aufwachst, dann hast du einfach mit dem See, bist du verliebt und das ist einfach das Schönste, was es gibt. Du musst Freude haben an dem Job, an dieser Arbeit. Wenn du denkst, ja, das ist schön, im schönen Wetter ist das immer schön, das ist logisch. Aber wenn es dir wochenlang wirklich regnet und regnet, du bist immer einfach seichnass und musst einfach schauen, dass du durchkommst. Und dann musst du auch an dem Freude haben. Jedes Wetter hat sein Positive. Und du musst das Positive daraus nehmen und dann funktioniert es. Die Anstrengung darf man nicht scheuen. Eine meiner Lebensweisheiten ist eben, der Mensch ist eine Bewegungsmaschine und man muss sich bewegen, um gesund zu bleiben. Man muss schon mal ein Naturbursche sein, sonst bist du da viel am Platz. Das ist einfach jeden Tag was anderes. Einmal hast du das schönste Wetter, einmal ist das, einmal ist das. Das ist einfach ein Traum. Wir haben früher, da hat es noch keine Motorboote gegeben, da haben wir mit dem Papa schon, oder für den Papa rudern müssen, die Inseln runter und wieder zurück und zwischen den Netze gesetzt. Und das war halt schon von Haus aus schon meine Berufung auf alle Fälle. Wenn du da am See bist, wenn du den Hof kriegst, da ist zu fischen was fest. Du musst wissen, wie ein Schaf tickt im Kopf. Du hast einfach ein Schaf und nachher musst du wissen, wie eine Herde tickert. Eine ganze Herde tickert ein bisschen anders als ein Schaf. Meine Arbeiter sind eigentlich die Hunde. Treibhunde brauchst du, ohne Treibhunde kannst du vergessen. Mit 1000 Schafen ohne Hund, da bist du, kannst du gerade heim. Es gibt auch so ein Sprichwort, wo man sagt, mit dem Eisen muss man reden können. Damit meint man, man muss verstehen, was lässt sich das Eisen gefallen, in welchem Zustand. Weil das Eisen eben geschmiedet gehört, solange es heiß ist. Und darum mache ich das. Und nicht mit Holz und nicht mit Stein. Das ist für mich einfach, ja, das ist mein Werkstoff. Wir müssen gute Böden haben, wir müssen fruchtbare Böden haben, wir müssen Wasser haben für Tiere. Und wir leben innerhalb der Natur und wir müssen uns Mühe geben, dass wir das erhalten können, auf Generationen raus, die weiterkommen.
wenn ich in Urlaub fahre, dann muss Wasser dabei sein. Darum sind wir zuerst geredet auf den Malediven, die ganzen Inseln, die griechischen Inseln. Also bei mir muss im Urlaub muss Wasser dabei sein. Ohne Wasser geht's nicht. Das Feuer, das hat mich als Kind schon fasziniert. Also das war für mich das Wichtigste. Wir haben jedes Wochenende mit meinen Eltern haben wir Feuer gemacht und unter der Woche im Wald immer wieder Feuer gemacht und haben einfach dieses Indianerleben, sage ich einmal, tagtäglich gelebt. Das ist so ein bisschen auch jetzt in das Erwachsenenalter herübergeschwappt. Darum fasziniert mich das Feuer immer noch. Reich werden möchte gar nicht, weil dann hast du wieder Probleme. Es soll halt so sein, dass man nicht wirklich jeden Cent umdrehen muss und dass man auch einmal jemandem etwas zukommen lassen kann, wo man genau merkt, der braucht das jetzt. Und ich sage immer, das Leben wird erst dadurch schön, durch das Geben und Nehmen. Und wenn man dann etwas gibt, dann kommt auch wieder was zurück. Ich glaube, nur so funktioniert es. Ich werde nicht mehr da sein und mitmachen, solange es gesund ist. Also einfach nichts machen, glaube ich, das geht sowieso nicht. Man muss immer irgendwie aktiv sein um einen Ort. Und das passt. Mir passt das. Ich bin jetzt im 64. Lebensjahr. Mir geht's gut. Und ich möchte es noch länger so betreiben, obwohl ich schon bald im Pensionsalter bin. Aber an das denke ich noch nicht. Ich bin jetzt 65 Jahre, jetzt brauche ich nicht mehr reich werden. Aber ich möchte das auf alle Fälle immer 5 Jahre machen, weil es halt einfach so schön ist, weil mein Traum eigentlich. Jeden Tag, wenn ich früh aufstehe und dann rausfahren, das ist einfach das Schönste, was es gibt. Solange ich immer fit bin und gesund bin, möchte ich das noch durchziehen. Mein Name ist Vogel Ernst, ich bin Wanderschäfer im Winter, im Sommer gehen wir zur Alp in der Schweiz. Ich bin der Eibelsepp und ich bin Hammerherr in Ipsitz. Ich bin der Rieger Hans und bin Berufsfischer am Walchensee.